Nein, greif doch einfach den richtigen an. Oh, das klang aber komisch. Wenn sie sich treffen lässt. Das passt irgendwie nicht zu ihrer sonstigen Synchro. Nein, das machst du nicht. Oh, je, je. Okay, das war... Maus, was machst du? Oh ja, ganz gerade noch in letzter Sekunde. Dieser bescheuerte Schild-TP. Also, ganz echt, das... Das ist mir zu knapp. Oh, jetzt schnappt der andere sich die Waffe, oder was? Endlich komme ich in so ein... Okay. Okay, okay, okay. Ich kann mit Catwoman nicht spielen. Jetzt ist es offiziell. Ich kann nicht mit Frauen umgehen. Es wird mir ein Vergnügen bereiten, ihr Gehirn zu sezieren, Miss Kyle. Oh Gott, der Kyle ist irgendwie strange. Oh, ho, ho, ho. Nein, Quatsch. Noch einen letzten Wunsch. Ja, lad fertig. Lasst Batman vor und wir geben das Ganze in Geschäftlichkeit. Wenn ihr das macht, Leute, Talia, dann gibt's Stress. Okay, so können wir es lassen. Ich frage mich wirklich, was dieser Sender zu bedeuten hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das derselbe Sender ist, den wir an dieser Assassine befestigt haben, der wir gefolgt sind, und dass sie ihn jetzt sich absichtlich angesteckt hat, damit wir ihr eben folgen können. Das ist jetzt so meine Vermutung. Das ist auch das Wahrscheinlichste. Ja. Lädst du auch mal fertig? Hallo, kleine Batman-Figur in der Ecke. Beeil dich. Sehr schön. Hoffentlich müssen wir nicht nochmal dieselbe Strecke laufen. Gut, okay. Probieren wir es mal anders. Wer ist der Kerl mit den Waffen? Er da. Jawohl, es hat gerade noch gereicht, um ihn auszuschalten. Was war das? Wie hat sie das geschafft? Ach, und so sieht der Peitschenschlag. Kommen wir dann aus. Okay, und hier klappte das wie? Okay, das klappte irgendwie besser. Hier müssen wir lang. Ivy, ich kann mich immer darauf verlassen. Jetzt habe ich es natürlich nicht zu Ende gehört. Verdammt. Okay, das war mein Fehler. Sorry, Leute. Okay, wir sind in der Kanalisation. Nein, ich will nicht... Warum, Spiel? Warum tust du mir das an? Das ist doch nicht fair. Ja, Leute. Viel Spaß beim Zuschauen eines schwarzen Bildschirms, während ich wieder Steuerung der Taste drücke. Und es geht wieder runter. Ach, ist das spannend. Das können wir glatt nochmal machen. So ein Spaß ist das. Eine unglaubliche Freude. Das habe ich mich schon immer gefragt. Wieso schaffen es manche Spiele so wunderbar, einfach die Umgebung fließend zu wechseln, ohne irgendwelche bescheuerten Nachladezeiten? Und warum sackt das bei anderen einfach so unglaublich? Egal. So, wir sind hier unten überall. Da sind Ivys Ranken. Ivys Ranken. Und da ist das Lager. Gute Arbeit, Rotschopf. Zeit, da reinzugehen. Ach, okay, wir sind jetzt schon drinnen. Die hat uns einfach hier ein Loch durchgerankt. Will ich mich nicht beschweren. Das hat natürlich keiner mitbekommen. Während sie ganz stealth-mäßig sich mit ihren Ranken durch die Wand gehauen hat. Okay, da ist der Tresorraum. Sieht nach einem Standard-3-Karten-Sicherheitsprotokoll aus. Also wirklich, wieso lernen diese Leute nie was dazu? Hoffentlich verbergen sich die Schlüssel tief in den Taschen dieser Tigerwachen. Wieso, willst du die begrapschen oder was? Und was hast du da eingetippt? Ich muss schnell und möglichst unsichtbar sein. Eine falsche Bewegung, dann springen die Sicherheitssysteme an und der Tresorraum verriegelt sich. Dauerhaft. Gut, dann nehme ich natürlich die Tür. Nicht? Was? Eine Flucht aus Arkham City ist unmöglich, was? Catwoman. Ich wollte nicht fliehen, ich... Was? Ach, das ist doch nicht fair. Das ist doch gar nicht fair. Ich konnte nichts sehen.
also Spiel manchmal das. Ich meine, es wäre ja nicht weiter schlimm, wenn man das so nach dem Motto, haha, du musst dazulernen, dass du das sowas nicht offensiv machst. Aber wenn dann die Ladezeiten einfach 100 Jahre betragen, dann ist das auch irgendwann nicht mehr komisch. Okay, wir sind Catwoman, wir machen das einfach auf unsere Art und Weise. Hallo, du da unten. Ah, ich glaube, ich schalte die lieber nicht aus. Ach, die Tigerwachen. Ich erinnere mich. So, gut. Gut, wir müssen also möglichst viele Tigerwachen möglichst unerkannt ausschalten. Sehr schön, du bist mein Anwärter dazu. Jetzt nicht mehr. Du bist mir dazu nah an den anderen. Hier komme ich durch. Dass der auch nicht schwindelig dabei wird. Da unten bringt mir auch gerade nicht viel. Du siehst gut aus. Komm, geh um die Ecke. Genau, jetzt gehe ich hier runter. Und es gibt... Ach, ich habe die Karte geklaut. Okay. Nein, ich will hoch, ich will... Puh. Okay, so hat das funktioniert. Okay, Karte ist geklaut, Nummer 1. Fehlen mir noch die da und die da. Du siehst gut aus. Tatsächlich, es gibt so eine Animation, wie sie die Karte rauszieht. Awesome. Gut, dann noch du da hinten. Und dann haben wir alle drei Karten. Und dann muss ich sie vermutlich alle nochmal ausschalten, oder was? Naja, egal. Ich will mich nicht beklagen und ich möchte das Spiel gerade auch nicht in Frage stellen. Das ist auch ohne meine Fragen fragwürdig genug. Ohohoho. Das sind alle Schlüssel. Nächster Halt, Sicherheitszentrale. Jo, und wo ist die? Gucken wir doch mal auf die Karte. Wo ist die Sicherheitszentrale? Ausgang. Anderer Ausgang. Da geht es in den Abwasserkanal, da muss ich vermutlich durch diese Tür da. Okay. Das heißt, ich bewege mich auch irgendwie schon drauf zu. Ach, vermutlich die Sicherheitszentrale, wo wir herkamen. Was ist los, Selina? Willst du gehen, ohne deine wertvolle Beute aus dem Tresorraum von Strange zu holen? Okay, das war offenbar doch die falsche Tür. Also müssen wir da lang. Ach ja, natürlich, wir sind aus dem Abwasserkanal gekommen und sind durch den Sicherheitsraum gekommen. Natürlich, macht irgendwo Sinn. So, ja, dich kann ich nicht ausschalten. Warte ich eben, bis du wegguckst oder auch nicht, weil man konnte ja hier durch, das hatte ich ganz vergessen. So, wunderbar, runter. Sicherheitsraum. Mach was Sinnvolles. Jetzt geht vermutlich ganz heimlich die Tür auf und die werden das alle nicht bemerken. Was ist los? Jemand öffnet den Tresorraum. Ist das eine Übung? Keine, die angekündigt wurde. Zuhören, im Bereich ja, ist der das dachte ich mir doch. Verteilt euch und sucht nach Eindringlingen. Keine Gefangenen. Jupp, Bewegung. Sucht mal. Und verteilt euch vor allem von der Tresortür weg. Das gefällt mir nicht. Glaubst du, das ist Batman? Ich hoffe nicht. Für ihn gilt ein Sonderbefehl. Mit ein bisschen Glück ist es nur Pack aus Arkham, das reich werden will. Dann amüsieren wir uns ein bisschen. Ja, meint, ihr macht spezifisch einen Ego-Shooter. Ah, jetzt kann man sie aber auch ausschalten. Was heißt die Zielperson verschwunden? Ihr habt nie eine gehabt. Ihr hattet immer nur ein Phantom. Ein Phantom an der Decke, was ihr nicht entdeckt. Du, mein Freund, du bist dran. Zu mir vorrück! Verarsch mich doch nicht. Zielperson über meiner Position gesichtet. Ach, Mano. Okay, so Ziel klappt das nicht. Verfolge Ziels. Aber noch weiß niemand, dass es Catwoman war. Und man hört mich auch Gott sei Dank überhaupt nicht. Gut. So klappt das nicht. Da stehen keine. Drehen wir wieder um. Ach, was drängt ihr euch so auf einem Haufen? Ihr seid doch keine Frauen. Ach, ich kann die direkt von oben geräuschlos ausschalten. Ziel gesichtet. Ja, geräuschlos, aber nicht. Ziel neutralisiert. Wiederhole. Catwoman ausgeschaltet. Oh Gott. Okay. Ich dachte, er würde das elegant lösen. Wir enden hiermit. Oh Mann. Gut. Wo haben wir gespeichert? Ach ja, das ist ja... Ich weiß nicht. Also gut, wo haben wir aufgehört? Jemand öffnet den Tresorraum. Okay. Ist das eine Übung? Dann würde ich sagen, probieren wir es noch in den Tresorraum nochmal reinzukommen. Diesmal unentdeckt und dann mache ich auch für diese Aufnahmesession eine kleine Pause, weil
Ich habe den Verdacht, dass meine Festplatte so langsam am Krepieren ist. Ich hoffe nicht, für ihn verdammt. Geht ein Sonderbefehl. Ah, warte mal, da hinten ist einer, den ich schlecht erwischen kann. Nur Pack aus Arkham, das reich werden will. Du, dann amüsieren wir uns ein mein bisschen. Freund. Du befindest dich an einer guten Position. Geh noch ein bisschen weiter weg, komm schon. Konzentration nicht verlieren. Ja, schön, geh hier hinter. Und genieße es. Nein, geh doch wieder nach oben. Kein Grund, unten zu bleiben. Okay. Keine Spur vom Ziel. Ja, ich hoffe, sie werden ihn nicht finden. Das war auch schon irgendwie durchdacht Spiel. Na, natürlich piepst noch die los. Nein, sagt auch schon Strange. Zählt mal durch. Ihr habt einen verloren. Das sah aus wie der Zeitlupe-Befehl mit dem Kerl beim letzten Mal. Bla 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 bla. Wo ist der Kerl hin, der hier... Jetzt laufen hier natürlich alle dahin. Bei meiner Position. Leute. Egal. Ihr guckt woanders hin. Dann wiederholen wir... gesichtet! Wie? Du hast mich gesehen. Drücke vor, um zu sichern. Wie hast du mich gesichtet? Not cool, Spiel. Gar nicht cool. Okay, immer. Gehst du einmal durch, ja. Also, ich weiß nicht, man merkt es vermutlich, aber Catwoman macht überhaupt keinen Spaß. Also, der Charakter gefällt mir nicht. Jetzt hätte ich schon gesagt, der Champ gefällt mir nicht. Zu viel LOL gezockt. Naja, egal. So, du da hinten, neuer Versuch. Diesmal guckst du bitte nicht an die Decke. Das ist schließlich das einzig Sinnvolle, zu was mir ich kann. Vorrücken. Ziel befindet sich natürlich! In diesem Bereich. Wie hat ihr das denn. Nein, also. Wie habt ihr das. Nein! Lauf doch einfach da lang! Na, also, geh da durch. Wie hat ihr das gemerkt? Drücke vor, um zu sichern. Die ganze Zeit merken nichts, wenn ich mich in der Decke aufhalte. Aber wenn ich an diese Stelle gehe, dann sehen die das plötzlich. Ah. Da ist ein Ziel. Die schnapp ich mir als nächstes. Wenn du hier mal lang gehen würdest. Danke, Catwoman. Ach, ihr guckt wieder von hinten zu, ihr Spanner. Ich kann vermutlich auch kein doppeltes geräuschloses Ausschalten machen. Und selbst wenn, würden die es da hinten merken. So, du bist aber mein Ziel. Komm, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, guck weg, mach was anderes. Sehr schön. So, und hoffentlich kriege ich den da... Hey, den da hinten kriege ich eh... Spring wieder nach oben. Kein Grund, dich runterzulassen. Ich starte von der Decke und ich möchte auch an der Decke wieder enden. Danke, Selina. So. Ach, warte mal, die bewegen sich ja nicht weg. Das war ja ganz lustig. Ich wusste es, die bewegen sich nicht weg. Sehr schön. Verwundeter bei meiner Position. Ja, dann begib dich zu... Schau doch nach, was da los ist. Möchtest du ihm nicht aufhelfen? Mal nach seinem Puls fühlen. Ich könnte ihn getötet haben. Möchtest du wirklich nicht nachgucken? Oder wollt ihr nicht irgendwie woanders hingucken? Guck mal hinter euch, dass ich nicht gerade durch den Tresorraum schlüpfe. Egal, schnapp ich mich. So, und ciao. So, jetzt muss ich nur noch was für die anderen beiden da auszahlen lassen. Aber ich habe doch meine schönen Boleas, oder wie die Dinger hießen. Hier Tiger 54. Wie war das? Fußnagel, Boleas und meine Peitsche. Nein, ich werde... Ach! Gut. Ihr gebt euch weg, sehr schön. Setzen Sie das Stahlwerk auf die Liste der wichtigsten Ziele. Protokoll 10 wird sowohl Batman als auch Joker vom Angesicht der Erde fegen. Und wieder hoch, meine Dame. Danke. Das Stahlwerk ist nun ein Ziel der Prioritätsstufe Alpha Rot. Anzahl der Bomben... Okay, sie hat mich wieder irgendwie bemerkt. Machen Sie 1000. Ich glaube, es ist echt so, dass man nicht mehr als an derselben Stelle einen von oben runterziehen kann, weil die mich dann bemerken. Noch 3 Sekunden. 2. Oder nur, wenn man von vorne kommt. Und ich habe natürlich nicht mitbekommen, worüber jetzt der Countdown ging. Aber ihr könnt ja die Untertitel nochmal lesen. So, genug rumgeklettert. Ab durch die Tür. Aha, oder einfach durch den Schacht, der Gott sei Dank nicht in den Tresor führt. Kann ich speichern? Nein, kann ich nicht. Automatische Save Points. Verdammt, dann gehen wir hier durch und gehen beim nächsten automatischen Save Point raus. Verdammt. Ach, jetzt wird gespeichert. Sehr schön. Anscheinend hat das Kätzchen die Sahne gefunden. Genau, und die Sahne gibt es beim nächsten Mal, wenn ich die nächste Aufnahmesession gestartet habe und jetzt noch die restlichen 3-4 Parts vom Whispered Worlds gemischt mit Batman hochlade. Dann irgendwann in der weiten, weiten Zukunft, wenn alles hochgeladen ist, wird es den nächsten Part geben, wo das Kätzchen die Sahne findet, und bis dann.